Nein. So, wie ist die Stimmung da hinten nach der klaren Niederlage zum Casino-Verbot? Die Stimmung ist gemischt. Ich sage, sie ist sehr gemischt. Auf der einen Seite sind wir alle hergekommen, nicht in der Hoffnung, dass wir jetzt hier groß einen Sieg feiern können. Wir sind keine Fantasten. Und wir haben damals gesehen, gut, wir wollen, dass das Volk entscheiden kann. Was mich enttäuscht speziell und wahrscheinlich auch meine Freunde, ist, dass sich in der letzter Zeit die Politik so eindeutig pro Casinos gewendet hat. Das ist für mich nicht ganz plausibel, weil wir haben ja nicht für uns gekämpft. Wir haben ja für unser Land gekämpft, wir sind ja als alte Liechtensteiner mit Bedenken mit der Entwicklung, die sie in den letzten Jahren ist und darum hat sich auch der Verein plötzlich immer gegründet. Darum, klar, Stimmung gedämpft. Und wie geht es jetzt weiter mit der IG-Volksmeinung? Eigentlich haben wir ursprünglich die Meinung gehabt, nach dem heutigen Datum gibt es die IG-Volksmeinung nur, wenn wir den Verein auflösen. Nun haben wir aber in der letzten Sitzung darüber geredet und haben gesagt, ja, ganz auflösen wollen wir den Verein noch nicht. Wir sind in der Zwischenzeit eine schöne Gruppe. Wir sind zusammengewachsen, wir sind Freunde geworden. Und wir würden die Situation bezüglich Casinos weiter beobachten und mal schauen, was hat die Regierung jetzt gemacht. Und wenn das dann ihre Versprechen, wenn sie die nicht einhalten, dann würden wir vielleicht noch mal aufstehen.